Endlich wieder. Dieses Feature wurde mal übrigens mal entfernt, weil Microsoft zu faul war, um das weiter zu programmieren. Bei Hotmail war das doch, glaube ich, drin, oder? Bei diesen Hotmail-Web-Dings konnte man auch mehrere Sachen einbinden. Kann man immer noch bei Outlook. Ah ja, okay. Das beste Feature bei Windows Phone waren immer noch die Hubs. Und die wurden entfernt. Also, dass du in der Kontakte-App siehst du dann Nachricht von Facebook, klickst du drauf, siehst du direkt in der Kontakte-App. Jetzt, wenn du da drauf tippst, öffnet sich die Facebook-App. Lange Ladezeit übrigens. That we have a platform for writing these universal apps that runs across devices, phones, tablets, PCs, even the Xbox. And what we're doing is creating a family of apps that will be built in that will give our customers everything they need for modern productivity. So I'm going to show you a series of these apps. I'm going to show them to you on the phone and the PC, and I want you to think about how they make the experience rationalized and easy as you go from device to device, and they offer that mobility of experience that Terry was describing. The first one I'm going to focus on is Office. I think a lot of you know our Office team has been hard at work creating killer universal, and we've shown some early looks at these at some conferences like our Build conference, but so far only on the PC. Today I'm going to show you a preview version of these on the phone. And just to be clear, what you're seeing are Office apps that are designed for Windows 10 and designed for touch, but we're going to continue to evolve our full Win32 Office apps specifically for the PC. These ones were made for... Das ist ja alles, sag ich mal, Standard, was er bisher sagt. Das ist ja nichts Neues. Android-Leute werden sich da heimisch fühlen und kennen das Ganze eigentlich schon. Und ja, aber gut, es ist halt vieles für Microsoft neu, was für Android und Linux selbstverständlich ist. Ganz lustig, ich habe gerade nebenbei von anderen Seiten gelesen, dass jeder Meinung sind, dass diese Skype-Integration der Nachrichten nicht lauffähig wäre. Steffen, sag mal was. Ja, ich sag was. Okay, ich glaube, du warst gerade ganz kurz etwas leiser, passt aber wieder. Okay, David, interessant, woher wissen die das schon? Wüsste ich auch gern, weiß ich nicht. Aber jetzt kommt dazu Universal-Apps. Oh nee, da ist ein Hamburger-Menü. Und man muss nach oben tippen, nicht mehr nach unten. Format, the familiar Office ribbon, das ist kacke. Right into the app bar experience. Here's the Word Home tab, where I have all the formatting commands that I would expect to find in Word. I can switch the ribbon over to one of its different tabs. I'll switch to the Review tab. And you can imagine, if somebody sends me, I'm collaborating with somebody on a Word document, they've suggested some changes. I can now use the Review tab that I use all the time on the PC to move from change to change, accept a change, reject a change, add comments. Das ist sehr lobenswert, da bin ich mal wirklich gespannt auf diese Universal Apps. Und da freue ich mich irgendwie schon drauf. Ehrlich gesagt, habe ich eher Angst davor. As you're trying to create. Ja, aber wie oft habe ich davon geträumt, zum Beispiel Instagram auf dem PC zu haben? Nur mal so als Beispiel. WhatsApp wäre perfekt. Oder WhatsApp und ja, kannst du vergessen, aber damit... And so, once again, you'll see, I open PowerPoint. Klar, man kann das virtualisieren, aber ich will das einfach ganz normal installieren, ohne viel Schnickschnack außenrum. Und das ging halt, oder geht bis jetzt nicht. Gibt es eigentlich bei iOS solche Universal-Apps zwischen iPad und iPhone? Soweit ich weiß, eigentlich nicht, nee. Also, korrigiert mich, aber wie gesagt, Apple, da erwischst du mich echt auf den falschen Fuß. Schreibt's mal in die Kommentare, falls uns da jemand zuschaut, der ein iPhone hat und ein iMac. Ja, würde mich mal interessieren. Da hätte man Kuna noch mit reinholen sollen im Livestream. Weil WhatsApp gibt's ja auch nicht auf dem iPad oder auf Android-Tablet, oder? Also Android-Tablet? Doch, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist ja das okay, die Animation war mal richtig cool. When it's projected using ah ja, die Animation müssen bei Windows Phone immer passen. Powerful processors and very capable graphics parts. So in this case, I'm going to pan through this and you'll see, watch the screen, smooth the animations and transitions are. That's an on-slide animation. I'm going to keep going, you'll see the hardware accelerated slide transitions and then again. Wobei man sagen muss, dass mit Windows Phone ist ziemlich stark so beim
Business und so. Weil viele Firmen steigen auch darauf um. Dann war eine neue Office-Version mal wieder überfällig. Ich sag dazu gleich nochmal was. Ich meine, ich habe damit ja auch Kontakt mit Business-Mobile-Devices. Das sage ich dann, glaube ich, nach der PK was dazu. Das ist ein bisschen weitschweifender, aber gutes Thema. Okay. Jetzt kommt er zu Outlook. Easy to use, consistent cross-device productivity experience. Okay, I'm going to keep going. Those three apps will come as part of the Windows 10 build on phones. And now I'm. Ich könnte jetzt theoretisch Windows so ein bisschen auslachen, aber ich lasse mal. PC. I'm going to show you the Outlook Mail client first. Our Outlook team has been working on a new universal app version of Outlook Mail and Outlook Calendar, which will be on the phone, tablets and PCs. So here's Outlook. The first thing I want to do here is I want to show you the richness of the Outlook experience and how it fits into. Also wer ist denn bitte produktiv auf seinem Smartphone? Also, nein, das Menü, das sieht so komisch aus. Ja, es ist halt wie das Office auf dem normalen PC, ne? Das Office 2010 oder das Office 2013. Ja. Aber warum ist das Menü so nach oben gezogen? I can do all that. I can do all that nice, rich word formatting. Ich meine, war ja damals alles super, dass es unten war. Das habe ich gehasst, wenn man mal nach oben mit dem Finger musste. My demo right here for all of you. Muss man jetzt wohl anscheinend. Very familiar with Word. Familiar with Word. Word's engine supports the lorem function. Also mir wäre das schon viel zu fummelig, aber gut, das muss man selber entscheiden, aber ich kenne niemanden, der wirklich produktiv auf seinem Smartphone PowerPoint-Präsentationen bearbeitet. Mal angucken, ganz klar, aber bearbeiten, naja. Ich kann nicht mal mit meinem Handy zwei Sätze ohne Fehler tippen. Also er zeigt gerade, dass man in der Outlook-App jetzt, wenn man sie nach links schiebt, löschen nach rechts antworten kann und das kenne ich irgendwoher schon sehr stark. Wollte ich mal sagen. Wie heißt das? Nochmal? Ich weiß nicht, wie es genau genannt wird, aber ich kenne die Funktion schon. Ich glaube, das war so ein E-Mail-Client. Als einzelne App, oder? Nein, als einzelne App. So eine etwas unbekanntere, oder? Also bei Android geht das standardmäßig so. Okay. Da gab es nicht bei Windows Phone so eine interessante App. Dieser hatte die gleichen Features. Und die App war so verbuggt. Die wurde immer mal aus dem Store geschmissen. And so we'll do one more. Yes. And so I can flag items, make them visible, and then as I use this experience across my devices, let's switch over to the PC. You'll see here's that same code. It's literally the same code. Und das erste, was ein Windows Phone User macht, nach rechts oder nach links wischen, um zu gucken, was da ist. Da löscht man aus Versehen die E-Mail. This Outlook Mail client will be part of Windows 10. There are sync just you'll notice it's familiar. It looks very similar. On the PC, it has this visible image, which I've set to my son and I, and I can do the same UI. Also ich bin ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt alles mal hier so sehe, bin ich ganz froh, dass ich seit Jahren auf Android bin. Das ist so ein bisschen wie der Hersteller mit dem angebissenen Obst, finde ich. Die haben jetzt Funktionen, die wir schon vor 3-4 Jahren hatten. Also kommt es mir jedenfalls oft vor. Ja, man muss das natürlich alles als neu und super innovativ verkaufen, ganz klar. Aber ich sag mal so, Windows Phone, ich möchte jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber ich sag mal so, es wird überfällig, dass es mal besser in Windows integriert ist und dann macht es auch Spaß und dann hat man wirklich einen Gegenpol zu dieser Apple-Landschaft. Du bist immer wieder leiser, Steffen. Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Ich spreche halt jetzt einfach mal lauter. Naja. I'm doing a pinch zoom. I'm going to zoom all the way out to a month. Okay, diese universalen Apps enttäuschen mich ehrlich gesagt ein bisschen gerade. I'll try to do it simultaneously. I'm zooming in to pick the number of days that I want. I can go to a single day view, but on this screen that doesn't make sense. You'll see I have die Foto App soll genauso wie Outlook und Kalender auch plattformübergreifend sein. At calendar.
Die Foto-App war ja mal, ist ja bei Windows 8 Zwang, oder? Windows 8 hat auch eine Foto-App, das ist richtig, ja, die ist da mit drauf. Genau wie OneDrive. Die kann man, glaube ich, nicht deinstallieren, oder? Nee, die ist, glaube ich, wirklich fest drauf. Ja, aber wer, ganz ehrlich, wenn man nicht auf dem Tablet arbeitet, wer nutzt diese App? Also, ich nutze die unter Windows garantiert nicht. Okay, das sieht gut aus, aber Hamburger-Menü, das geht gar nicht schon wieder. You can see it's basically a simple, straightforward look at all my photos. And you can see also ich glaube, da werden viele Windows Phone User nicht so froh sein jetzt. Down here, you'll see on the left, I have this app switching UI, and I can bring that up on the phone, so you see what it looks like on the phone. Danach lang Zeit. Running on both devices, but formatted to fit the right screen. And hopefully, as you saw me pan through this collection. Naja, Bildbearbeitung. Ich sag mal so, für Leute, die Instagram nutzen, ist es alles ganz nice, aber für jemanden, der jetzt wirklich ernsthaft was bearbeiten will, der wird wahrscheinlich keine Windows-Bot-Mittel benutzen, aber gut. Du musst ja überlegen, das ist ja eh alles für die User gedacht, die sowas machen für Instagram oder Facebook. Klar, für Lieschen Müller ist es natürlich super und wenn Microsoft ein bisschen mehr mit Facebook kooperiert, dann hast du vielleicht eine native Funktion für Facebook, wirst du wahrscheinlich auch so haben, durch irgendeine API oder so. Ja. Windows will ja immer einfacher werden, aber was ist mit einem Windows Store, wo nur Programme sind? Weil ich meine, ich kenne viele Leute, die holen sich Programme, ne, installieren Müll mit oder fragen mich, woher bekommt man das Programm, bekommen, wenn sie was selber holen, meistens ein Virus dazu. Ja, das alte Lied, sag ich mal, ist ja schon immer so gewesen, leider Gottes. Tja, ne? Keiner braucht einen App Store. Ein Programm Store. So, here's some photos going back in time, and this one is a good example of that auto enhance mode. You notice up there in the toolbar, auto enhance is on because it's on by default. But I'm going to show you what would this would look like if it was off. I'm not sure I want that scary guy in my Christmas photo collection. Luckily, auto enhance handles all these things for you. I'll turn it back on. Sogar die Ausblendung ist da. The face is brightened to just the right level of brightness, and so we've made the photo look better. Unfortunately, there's nothing we can do about the horrific Christmas sweater. But we're still happy with the capabilities that we're building in on the PC and in the cloud to do this auto enhancement, which you'll get benefit from on all your devices. And in case you're one of those users that wants to do things manually, of course we will let you manage these settings yourself as well. Also ich würde lieber, wenn es schon was für Microsoft sein muss, Fotogalerie dafür benutzen, das ist irgendwie besser für PC. Muss gerade so ein bisschen lachen, wenn ich hier mal so in meinen Newsstream gucke, wie jetzt alle Newsportale gleich erstmal Artikel raushauen zum Thema Windows 10 wird im ersten Jahr kostenlos. Ja, als ob das so eine super Innovation ist. Es ist nichts anderes wie eine ziemlich lange Testversion, ziemlich langes Trial von einer Windows-Version. Aber gut. Ja, der Neue wird es halt dann auch wieder teuer. Genau, also es wurde ja spekuliert, dass es immer so eine Basic-Version gibt, die kostenlos ist, aber scheinbar ist es jetzt doch wieder verworfen. Naja. Ich lese mal ein paar Kommentare jetzt mal bei Dr. Windows. But we'll do it for you. When I open one of these albums, you'll see. Mal so nebenbei, diese automatischen Fotoalben werden halt erstellt und dafür werden Metadaten verwendet und die abgebildeten Personen, das heißt Gesichtserkennung. Wenn das natürlich mit dem Datenschutz nicht, weiß ich nicht, bin ein bisschen kritisch, gerade was Metadaten angeht. Okay. Macht das nur das Android auch schon? Also ich glaube bei meinem Samsung S5, der tut auch schon nach Orten so genau. Galerien erstellen. Das kann der teilweise auch schon, habe ich bei mir auch, die Tiere und so ein Zeug. Es funktioniert nicht so richtig, aber... Ja gut, ja. Das ist halt alles noch neu. Ja, es ist auch das Problem, wenn du zigtausend Fotos drauf hast, kein Mensch
tut jedes Foto benennen oder mit Text versehen. Also das machen nur die Profis irgendwie. Das geht auch mit der normalen Software nicht. Das wäre zum Beispiel was für Microsoft, mal einen ordentlichen Bildermanager anbieten unter Windows. Nicht so ein Ding für Leute, die nur 30 Bilder haben, sondern für Leute, die wirklich wie ich ein paar tausend Bilder haben, über die Jahre gesammelt haben, auf mehreren Festplatten und so weiter. Die Musik-App ist jetzt, nennen wir sie intelligent und tut das, was beispielsweise Deezer oder Spotify schon lange kann. Sie synchronisiert zwischen den Geräten. Das kann Xbox Music auch schon lange übrigens. Die Frage ist halt immer für mich, wenn ich so einen Cloud-Musikdienst nutze, was für Studios sind damit drin? Und die meisten meiner Songs, die ich höre, die gibt's da gar nicht. Also bei Spotify, das ist ja, ich glaube, sogar das Größte. Und selbst da habe ich noch nicht die Auswahl, die ich eigentlich bräuchte, um wirklich auf so einen Cloud-Dienst umzusteigen. Also, naja, muss jeder selber wissen, wer nur die Charts hört, der wird überall glücklich, aber wer ein bisschen einen weitgreifenden Musikgeschmack hat, wird damit wahrscheinlich nicht glücklich werden. Das kann ich jetzt schon sagen, ohne dass ich nur einmal drin war. Das ist einfach so, weil die nicht mit jedem Studio einen Vertrag aushandeln können. Ja, klar. Nebenbei noch, die Sprachsteuerungs-App wird sogar in die Karte integriert und man kann dann so sein geparktes Auto finden. Oder soll man finden können? Ja, warum nicht? Gut, das ist auch wiederum nichts Neues. Ich meine, bei Android musstest du es halt mit einer App nachrüsten, da wird es halt fest integriert, dass man halt seinen Status speichert, wo das Auto steht und findet dann wieder hin. Aber Bing Maps ist wirklich besser als sein Ruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja von Nokia und also Nokia hatte ja schon immer recht gute Navigationslösungen. Interessant übrigens, was Nokia gerade macht, so mit Android und so. Da können wir dann nochmal drüber sprechen, wenn die Pressekonferenz rum ist. Ich frage mich ehrlich, ich hoffe mal, man kann all diese Features auch ausschalten. Oh, es geht um Webbrowser. Ja, automatisch. Genau, jetzt hier aufpassen. Die Engine ist komplett überarbeitet worden. Microsoft kann arbeiten. For the modern web, which will empower our next generation of Windows users on Windows 10. Irgendwie sieht das ekelhaft aus, muss ich ehrlich sagen, wie Chrome. Ja, war ja auch geplant. Ja, ich wollte es nur nochmal anmerken, dass ich sowas ekelhaft finde, so ein Design. Sogar Firefox benutzt das. Ja, aber nicht so in der Form. Also Firefox sieht wenigstens noch elegant aus. Wobei ich sagen muss, ich habe allgemein was gegen einige Google-Produkte. Ja, so sieht's aus. Bei mir nämlich auch. Also, aber gut. Ja, Google, eigentlich so, ich mag eigentlich 90% der Google-Produkte nicht, darunter auch Chrome. Ja, toll, Firefox hat sie aufgehängt. Wir gerade so von Firefox-Stabilität und Internet und so. It's gonna come a little, come to the phone a little after that. Now, I'm gonna show you it only on the PC today, but it is coming to the phone. First thing you'll notice here is the new UI, is streamlined. It fits in with the design language of Windows 10, and you can see the focus is on the content on the page. But what I want to do is just give you a taste of these three significant new features we're working on to help people be more productive. The first one is about how you can interact with the web, and in particular, how you might communicate with other people about the web. So, you know, sometimes web articles come out and people want to post them to Facebook or they want to talk to other people about them. There's a lot of interaction that happens with content on the web. Ist das, gehört das lila Menü zum Browser dazu? And it happened when this article was für ein Menü? Wo siehst du da was? Oben am Bildschirm. Da ist irgendwas lilanes. So eine lila Leiste. Ah, ja, ich glaube ja, so wie das aussieht. Okay, also ich das bin ist ja was fürs Tablet, so wie das wie es jetzt aussieht. Ach Gott, das ist für um halt Notizen zu machen und so. Was er jetzt gerade macht, also dafür ist dieses Menü oben. Also als Windows-User würde ich bis jetzt immer noch Windows 8 bevorzugen. You know, sometimes you guys don't get it right.
Ja gut, ich habe ja am Anfang schon gesagt, also so geil wird das im wahrsten Sinne des Wortes heute nicht. Also ich erwarte hier keine weltbewegenden Sachen. Ich habe mindestens erwartet, dass Microsoft mal wieder Geschmack bekommt. So wie bei Windows 7. Das war ja alles super, meiner Meinung nach. Okay, nicht alles super, aber ging schon in die Richtung. It was interesting because this article came out and a bunch of people speculated, oh, I hope Microsoft isn't only doing this for devices with touch and pen. We're not. So let me show you how we're going to support. Das ist natürlich wirklich eine schöne Sache. Also darauf wartet man natürlich beim Firefox, dass man da mal was kommentieren kann und Notizen einfügen kann. Und das gibt es, glaube ich, beim Chrome auch nicht so in der Form. Meinst du Teilen auf sozialen Netzwerke, oder? Nein, ich meine, dass du auf die Webseite klickst, was er gerade gemacht hat, und du machst einfach so wie so ein Post-it, also wie so ein Notizzettel dir auf die Seite. Da ist natürlich wieder die Cloud-Integration wichtig, dass dieser Zettel auch auf allen Plattformen dann vorhanden ist, diese Notiz oder dieses Umrahmte oder was auch immer. Oh, wenn man jetzt was markiert zum Beispiel da drin mit diesem Sharing-System, kann man das in sämtliche Universal-Apps sharen. Ja, jetzt sieht der Browser ganz gut aus. Also es ist halt auch wieder ein Thema Cloud und ja, da muss man dann wissen, was man mit seinem Gewissen vereinbaren kann, was man sharen möchte. Anscheinend muss sie ja Windows Mode auf PC, interessant. To share that with other people. I could share it on Facebook, I could share it on Twitter, I could share it through my email experience in a consistent way, and now I have a rich canvas. For not only expressing my thoughts on the web, ja, das wird cool, wegen schwarzer Hintergrund. So, that's the first of our three significant end-user features. The second thing that we tried to do was focus on the action. Also der Lesemodus ist, finde ich, eine coole Sache, muss man wirklich sagen, dass man quasi alles andere außenrum ausblendet und eben nur noch den Text und die Bilder drin hat. Das ist echt cool. Das ist quasi das wie so eine PDF, schaut es dann aus. Ja, genau, das sieht man jetzt hier gerade. Ja, das ist halt eine Geschichte, die ist halt gerade für Tablets interessant und der normale Windows-User wird das wahrscheinlich nicht nutzen, aber jemand, der auf dem Tablet mal was liest, auf jeden Fall. Das Lustige ist, das alles gibt's ja eigentlich schon. Ja gut, es muss halt für den Endanwender, sag ich mal, salonfähig gemacht werden. Ich meine, klar, es gibt Leute wie wir erweitern unser System wie blöde, sag ich mal, aber der dumme, in Anführungsstrichen natürlich nur dumme Endanwender, der muss es natürlich auch mit zwei Mausklicks machen können. Ich glaube, einfacher klingt besser. Naja, der Lesemodus konnte man, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob es auf Windows 8, bei Windows 8 war, aber bei Windows Phone konnte man das mit einem Touch, nee, ich sage immer Klick, nicht tippen, das hasse ich. Ich sage jetzt einfach immer klicken bei Windows Phone. Ja, konnte man mit einem Klick draufgehen im Lesemodus. Und die Leseliste gab es ja irgendwie auch schon. Okay. Ja gut, mit Windows Phone, ja, David? Nee, red ruhig. Ja gut, du bist einmal ein bisschen aktueller dabei, also hau raus. Die Sprachsteuerungs-App ist natürlich auch wieder im Internet Explorer integriert und soll wohl, also das System heißt irgendwie Spartan oder Spark oder so mit diesem Kommentieren und soll dann immer zu den richtigen Zeitpunkten eben dich assistieren. Ah ja, apropos Explorer, wir sollten mal den Namen ändern. So für Anfänger, die fragen sich bestimmt, was ist ein Explorer? Ja gut, das ist, also ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich erstmal nichts, also wir reden jetzt nicht von Leuten, die wirklich mit dem PC anfangen, sondern das ist dann doch ein bisschen, naja, also man muss sagen, da braucht man doch ein bisschen Vorkenntnisse. Okay, Facebook, sehr interessant. Ja gut, aber es wird alles so leicht gestaltet. Ja, aber irgendwo musst du trotzdem gewisse Basics haben. Also, sag mal so, ein Vierjähriger wird das Ding immer noch nicht bedienen können. Mal so nebenbei, was vielleicht Adobe nicht so gefallen wird, dass dieses neue System auch PDF-Dateien anzeigen kann und somit der Adobe Reader eigentlich hinfällig wird. Ist auch bei Windows 8 eigentlich schon hinfällig, weil ja, genau. Da gibt es ja auch schon Reader.
der allerdings nicht so gut ist und ich verwende ja sowieso den FoxIt, also ist mir das sowieso relativ schnuppe. Allerdings muss man sagen, Flash Player wird, denke ich mal, wieder vorinstalliert sein. Ja, Flash Player, das ist so eine Geschichte. Ach Gott, wie schön wäre doch eine Welt ohne und alles in HTML5. Naja, also was er gerade das Beispiel gesagt hat, ist, er hat vorhin erzählt von seiner Frau mit dem Flug und hatte diese Facebook-Party offen. Du kannst zum Beispiel, natürlich hat er gemeint, jetzt kann ich da auf die Seite der Flugwebseite gucken und schauen, wann sie ankommt und es ausrechnen. Alternativ sage ich einfach eben, frage ich Cortana, weil die weiß, dass seine Frau mit Delta Airlines fliegt und rechnet ihm hinaus, ob sie rechtzeitig zur Party kommt. Ja, oder eben auch, wenn du auf wenn du auf irgendeine Adresse klickst, zeigt er sie sogar gleich den Weg an. Also quasi wie Google Now, nur in Windows. Da ist natürlich Bing integriert bei der ganzen Geschichte. Also Bing wird in Zukunft für Windows-Nutzer noch eine größere Rolle spielen, was ich jetzt nicht mal so schlecht finde, weil man muss ja ein bisschen Konkurrenz zu Google bieten. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, um den ein bisschen einzuheizen. Bing ist übrigens klasse, vor allem wenn man so Fotos sucht, sollte man lieber Bing benutzen. Das ist irgendwie praktischer, leichter und so. Finde ich auch ganz nice, wie sie das realisiert haben. Da fehlen nur noch bessere Suchergebnisse, weil bei Google findet man einfach mehr. Aber wenn die das fixen, dann würde ich nur noch Bing benutzen, ehrlich gesagt. Ja gut, das hat einfach was damit zu tun, dass die noch viel weniger Crawler im Einsatz haben und die Engine, die Search Engine, die ist halt noch nicht so gut und so weit entwickelt, wie es Google hat. Oder wir benutzen alle Yahoo. Ja, Yahoo bezieht auch zum größten Teil von Bing und umgekehrt. Also die haben mittlerweile eine Kooperation, was die Suchmaschine ist, am Laufen. Und deswegen wirst du bei Yahoo selten abweichende Ergebnisse sehen. Es gibt zwar einige Sachen, die abweichen, aber es ist zu 99% immer, es sind immer die gleichen Ergebnisse. So, nebenbei hat er gerade erwähnt, dass diese ganzen Sachen im Internet Explorer und auch so weiter, diese ganzen Features, werden für diese Insider die nächsten 4-5 Monate rauskommen. Das heißt, ein Release innerhalb der nächsten, also ich denke mal, vor Hälfte des Jahres wird da nichts mehr kommen. Wahrscheinlich Quartal 3, 4 oder so kommt was. Ist das jetzt der neue Xbox-Chef? Sieht so aus. Übrigens, kein Wort über Chrome-Extensions wurde erwähnt. Ja, war irgendwie klar, dass es Quatsch ist, aber gut. Stimmt, ja. Also, die würden sich ins Knie schießen. Aber gut. Ich glaube, Newsseiten wird sogar darüber berichten, wenn irgendein Spacko meint, dass Windows 10 eigentlich aber groß wird. Phil Spencer, who's going to take you through gaming and entertainment in Windows 10. Come on out, Phil. Thanks, Joe. Und wie viel hat PlayStation? I'm Phil Spencer, and as the head of the Xbox team, I lead the talented and creative teams responsible for gaming at Microsoft. I'm incredibly proud to be here with you this morning to talk about gaming on Windows 10. Earlier, you heard Terry describe our vision for more personal computing. Nebenbei ist es Phil Spencer, der ist Chef der Microsoft Unterhaltungssparte. Viewers were participants. Whether we're in the trenches with our friends, fighting for survival, or winning the race against the best drivers in the world, or also, man installiert sich Steam und dann wird es mehr social und interactive. Gute Idee. We're deeply invested in our worlds, in our play, when we can share our triumphs, our stories, and our greatest creations with our friends. We at Xbox have the most active social network of gamers in the world with Xbox Live. Also ich muss mal wieder feststellen, für Datenschützer ist diese PK heute nichts oder auch die neuen Windows-Versionen, aber ich denke mal, es wird in Zukunft immer schlimmer, also da wird man kaum noch Services nutzen können, ohne dass man die Cloud dafür nutzt und irgendwas synchronisiert, verknüpft, wie auch immer, mit irgendwelchen Services vom Hersteller. Vor allem für Windows 7 User, die brauchen auch Tabletten gerade. Oh, die neue Xbox-App erinnert mich schon sehr stark an Steam. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, die sieht aus wie Steam 2.0. Ja, ich meine, warum das Rad neu erfinden, sag ich mal. Ja, natürlich, aber es ist schon extrem ähnlich, finde ich. Ja, ich bin mal gespannt, was für Titel da drin auftauchen, ob das weiterhin so bleiben wird, wie es jetzt ist bei der Xbox, oder ob dann wirklich
ja, viel mehr Auswahl da drin stattfindet. Das wird interessant. Wobei ich interessant finde, da, ne, das für das Startmenü war ja übersichtlich. Man kann ja das Startmenü auch auf dem PC groß darstellen lassen. Das ist interessant. Oh, Product Placement, ein Dell Alienware PC. Wenn das Mediakraft wüsste. Gleich kommt Mediakraft-Logo, ich sag's dir. Xbox and the web. And the heartbeat of Xbox Live is the activity feed, which lists all the important gaming moments for me. Was Microsoft aber nicht hat, was Steam hat, ist ein Mann mit einem Ventil auf dem Kopf. So I have this nice Alienware Voice und Text Chat geht jetzt auch über diese Xbox One App. Ob das Konkurrenz zu TeamSpeak wird oder Mumble, weiß ich nicht. Glaube ich kaum, weil Steam hat ja auch sowas drin und es wird trotzdem TeamSpeak weiterhin genutzt und TeamSpeak ist halt einfach nur mal bei im Gaming Bereich mittlerweile das beliebteste Voice Programm neben Mumble halt. Ja. Ja. Da gibt's ja QSO natürlich ein paar Probleme oder so. One thing I didn't say about friends in the messaging area is I'm able to voice chat and text chat GG. Across platform with all of my friends on Xbox Live. Now, the activity feed, for those that don't know, this is the area where everything that happens on Xbox Live is shared to all of the friends and followers that you have. I have a friend, Melody Bolton, here. She's an amazing Minecraft creator. Ja, natürlich wird ein Video von Minecraft gezeigt. Es hat mich jetzt auch gewundert, wenn sie das anders genommen hätten. Oh, ich bin sogar vor David beim Stream. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es hängt gerade so ein bisschen unser Livestream so ein bisschen zurück. Also wir kommentieren praktisch schon vor, was der Zuschauer in Zukunft sehen wird, aber es ist nicht weiter schlimm. Ja, Minecraft über Konsole. Also ich kann mir echt Besseres vorstellen. Also Minecraft ist geil, aber über Konsole, naja. Ich hab's auf Konsole und auf Handy und ich find's kacke. Aber gut, Konsolenspieler haben kein PC, weil Minecraft spielen und die finden es natürlich toll. Ich kenne da einen, der hat wirklich dann 60 Stunden auf Konsole verbracht, hat dann auf PC umgestiegen und verbringt noch mehr Spielstunden mit Minecraft am PC. So nebenbei die eine Funktion, dass man eben sich die Videos von seinen Freunden anschaut und dann kommentiert, erinnert mich ein bisschen an das von SoundCloud. Da kannst du ja auch zu bestimmten Zeiten was kommentieren. Das erinnert mich irgendwie daran. Und dann post that comment. Now, as I said, on console, we've seen millions and millions of these clips. Oh, Steam hat auch gerade gezeigt. So, this on Windows today. There's special hardware. Ich glaube, Gabe Newell hat mal Windows 8 ausgelacht. Jetzt ist Zeit für Xbox Live auf PC. Okay, also das, was er gerade erzählt hat, eben, dass dieses Spiel rausgekommen ist, bevor Windows 10 überhaupt erwähnt wurde, und es sowohl keine Probleme mit der Integration von Spielen in Windows 10 geben soll, wie bei 8.8 oder 8.1 es eben war. Es wäre mal interessant zu sehen, wie hier alte Spiele laufen, wie zum Beispiel San Andreas. Ja, alte Spiele, das ist immer so ein Thema. Also zur Not kann man wirklich, wenn man einen guten Rechner hat, das Ganze auch virtualisieren. Funktioniert. Also, habe ich schon gemacht. Naja. Ich aber nur mit VMware. Also, will jetzt keine Werbung machen für VMware, aber es ist halt nun mal so. Hat eigentlich einer von euch mal Hyper-V benutzt? Ja, ach ja, da kann ich dann was dazu erzählen nach der PK. Dann machen wir da noch einen kleinen Nachklapp zu diesen ganzen Sachen. Schreibe ich ja, mir mal auf. Idee. Hyper-V. Hyper-V, wie oder so. Interessiert mich sogar selber. Und ich möchte anmerken, dass VirtualBox kacke ist für alle VirtualBox-Anwender. Okay, das ist genial. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, so richtig genau, aber wenn man eben im Spiel ist, man was aufnehmen will, also man drückt Windows und G, dann kann man wohl das Game aufnehmen, aber was er eben erwähnt hat, ist, dass die meisten Geschehnisse, die man eben kurz auf, also wenn man jetzt eben nicht filmt, sondern irgendwelche Geschehnisse waren, sind ja schon vorbei. Und man hat die Möglichkeit, die letzten 30 Sekunden des Games oder der Aufnahme sich eben anzusehen und abzuspeichern. Das Gute wäre, wenn das auch mit dem Desktop funktionieren würde. Das braucht natürlich wieder ziemlich viel Leistung, mal gucken, wie Microsoft das Ganze optimieren kann. Muss überlegen, das muss ja dann quasi die ganze Zeit mitlaufen. Da wäre